Herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Sport, Food, Passion and Beauty. Ich nehme euch mit zu einem kleinen Follow Me Around. Und zwar ist das eine Flugshow in Merzbrück. Das ist bei uns in Aachen in der Nähe. Und ich bin nicht selbstbewusst genug. Ich halte es auch ein bisschen noch für komisch, wenn ich in die Kamera spreche in der Öffentlichkeit. Und deswegen habe ich das so für euch gefilmt. Das Blöde ist nur, ich hatte noch einen alten Akku und der Akku war halb leer. Also ich habe ein bisschen gefilmt, ein bisschen fotografiert. Es interessiert vielleicht nicht jeden, aber für diejenigen, die das interessant finden könnten, so ein bisschen Flugzeugshow, ein bisschen Flugzeugstunts, der ist herzlich eingeladen zu gucken. Ansonsten in einem meiner nächsten Videos würdet ihr euch bestimmt ein besseres Video finden, sage ich mal. Naja, auf jeden Fall bis dahin. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis später. Wir hatten viel Glück mit dem Wetter, obwohl es anfangs nicht so aussah. Es war ein bisschen diesig, es hat genieselt und wir hatten auch ein bisschen Parkplatzproblem. Wir mussten etwas weit laufen, nicht ganz so weit, Kilometerchen, aber das ging noch. Du wirst es hier gleich sehen und ja, das war schon eine kleine Strecke, aber nicht so schlimm. Das war nicht so schlimm. Wir haben 7 Euro Eintritt bezahlt pro Person. Hier ist noch ein kleines Graffiti zu bewundern. Das erste Flugzeug kommt angeflogen. Da haben wir uns ein bisschen erschrocken, weil das ein bisschen tief fliegt, aber kein Problem. Die können das ja abschätzen. Sieht meistens schlimmer aus, als es ist. Hier haben wir die ersten Mopeds gesehen. So Oldtimer waren da und die haben gedacht, später können wir viel besser ein Foto machen, aber leider war die dann schon weg. So, das war jetzt am Anfang. Da starteten schon die ersten Flugzeuge, also da war rund um die Uhr was zu tun. Doppeldecker, so schön. Propellermaschine. Dann habe ich versucht, die einzufangen mit der Kamera, das war gar nicht so einfach. Dadurch, dass es so diesig war, habe ich kaum was gesehen an der Kamera, aber du siehst, es ist gelungen, ein Foto gottlich machen. Dann gab es später was zu essen auch und da war auch eine Sitzgelegenheit, wie du hier sehen kannst. Mittag noch leer, aber später voll. Mit dem Hubschrauber konntest du auch fliegen, wie du hier siehst. Hier startet der erste Doppeldecker und ich fand das so spannend, so faszinierend, das Ganze zu beobachten. Und vor allem der Rauch, damit man später die Effekte in der Luft sieht, die Stunts besser nachverfolgen kann. Ist nicht umweltbewusst, aber naja, ist ja nur einmal. 100 Jahre fahren wir noch einmal. Und ich hatte echt Glück, mit meiner kleinen Digitalkamera konnte ich das gut einfangen. Ich habe ein bisschen rangezoomt und geil, oder? Ich weiß nicht, wer das nicht schön findet. Ist die Fokker E3 im Original E3 auf Merzbrück geflogen? Ich glaube, das waren Modellflugzeuge gewesen, die man so mit der Fernbedienung steuern konnte. Das kann ich jetzt auch nicht so genau erkennen, aber du siehst es ja, das ist ein kleines Ding. Ebenfalls die Maßnahme 1 zu 3 ist das schlechteste auf dem Weg nach oben bringen. Bitte mal dafür machen, wenn Sie melden. Ihr Rundflug startet in Kürze. Hier siehst du noch, später ist die Sonne aufgegangen und wir hatten echt blauen Himmel und super gutes Wetter. Und du siehst die Effekte am Himmel. Schöne Fotos, oder? Mögt ihr auch so Flugzeuge, so kleine Flugzeuge? Seid ihr auch so fasziniert? Schreibt mir einen Kommentar dazu. Das ist die dicke, fette Anna. Das war irgendwie das Highlight. Damit konnten die Leute da fliegen. Ich glaube, so ein Rundflug kostete, ich weiß gar nicht, was der kostete, 50, 60 Euro. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß wirklich nicht. Aber das dicke Gerät, das ist echt, ich glaube, so ein russisches Maschinchen. Und hier siehst du noch mal ein paar Fotos vom Nahen. Das
sie hochgekommen ist. Naja, die Aerodynamik macht's. Dann gab es noch ein paar Oldtimer zu sehen, hier im Police Eye Auto. Blechlust. Auch ein schönes. Hier siehst du den Motor vom Firebird. Einen geilen Truck haben wir auch gesehen. Ich finde die Bemalung dieses, wie man sich so viel Mühe geben kann für so einen Truck. Schön, ne? Und dann später, du siehst es am Himmel, da wurde das Wetter wieder umgeschlagen und da hat es angefangen richtig dunkel zu werden und irgendwie haben wir zum richtigen Zeitpunkt beschlossen nach Hause zu gehen und danach hat es richtig geprasselt, aber richtig dolle, vom Feinsten. Aber wir haben zum Schluss noch drei schöne Flugzeuge gesehen und das Beste zum Schluss, ein altes Pärchen noch Hand in Hand, ist das nicht schön? Romantisch, oder? Naja. Und jetzt ist es schon vorbei, das Video. Das war richtig kurz, aber ich hoffe, euch konnten die Einblicke ein bisschen erfreuen. Und es hat euch Spaß gemacht, mit zuzuschauen, was ich für euch gefilmt und fotografiert habe. Also ich finde es auf jeden Fall seit klein auf immer spannend. Ich glaube, mit meinem Stiefvater bin ich früher zu Flugmodellshows gefahren und so Motorbootshows und daher habe ich das. Naja, Juti. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt. Schönen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!